Hey Freunde, seid gegrüßt. Guckt mal, was ich habe. Wow. Der Heldenschild aus Windwaker. Ja, ich habe, wie beim letzten Mal schon gesagt, ein bisschen wieder mit den Amiibos rumexperimentiert und jetzt habe ich alle Gegenstände, die man bis dato bekommen kann. Ich zeige es euch nochmal, denn ich habe nämlich auch von dem Ganondorf Super Smash Bros. Amiibo das Schwert der Weisen bekommen. In einer Welt, in der ein Held gegen Schatten kämpfte, erschufen sechs Weise dieses Schwert, um den Dämonenkönig zu versiegeln. Seine Klinge leuchtet weihevoll. Alter, guckt euch dieses geile Schwert an. Richtig cool. Ja, man will es so ungern benutzen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber sieht halt so mega geil aus, voll riesig. Ja, richtig nice. Ja, und natürlich von dem Zelda Wind Waker Amiibo. Also Zelda von Wind Waker gibt es als... In der Zelda Collection habe ich halt diesen Heldenschild bekommen. Dies soll der Lieblingsschild eines Helden gewesen sein, der einst das große, weite Meer bereiste. In seiner Familie wurde er über die Generationen weitergegeben. Und jetzt haben wir ihn. Cool. Und ich werde ihn gleich als erstes hier ausstellen. Ah. Schön. Den Hylia-Schild und den Heldenschild und Obosa-Schild. Ja, genau. So, irgendwie verbindet die noch nicht. Warte mal, ich muss die mal kurz hier rumtauschen. Ach nee, mach ich nicht jetzt. So. Soweit ist ja alles voll. Ich kann ja leider bloß nur einen Bogen ausstellen, will ich aber nicht. Ich nehme wieder eine herkömmliche Waffe, das Ding hier. Und Leute, heute geht's richtig ab. Denn, wie ich auch schon angekündigt habe, habe ich auf der ganzen Karte alle Hinoxe markiert. Oh mein Gott. Hinoxe, ganz viele. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, welche noch tatsächlich mir fehlen, aber auf jeden Fall einfach, es sind 40 Markierungen. Hier, ich habe 58 von 100 Stempeln noch und ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja 40 Hinox-Stempel gemacht und dann halt noch einen Kochtopf-Stempel für Kilton und natürlich hier meine Markierung für das Minispiel. Macht 42, also müssten wir eigentlich alles haben. So, und da wir gerade die richtige Uhrzeit haben, gehe ich erstmal hier als erstes hier hin. Oh yeah. Und da ist auf jeden Fall ein Skelett-Hinox, ein Stallox, Stahl-Hinox, den ich noch nicht besiegt habe. Und ja, also ihr wisst auch, was wir uns jetzt noch einstellen können. Wird ja bestimmt noch, ja, wie viele Parts wird das dauern, ey? Muss man gucken. Mir gehen ja auch immer wieder die Waffen denn kaputt. Aber viele sollten auch immer wieder Waffen droppen. Und dann schauen wir einfach mal. So. Okay, war kalt. Kalt, 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 aber da liegt er schon. Da liegt die dicke Sau. Ne, wo ist er denn? Wo? Okay, noch ein bisschen weiter. Was ziehe ich mir denn an? Was mache ich denn fertig? Königsschwert ist schon mal logisch nicht schlecht. Und ja, ich will nicht so zu Tode frieren. Wartet mal. Habe ich ja schon richtig gut aufgerüstet, ne? Damit sollte auch schöne Verteidigungswerte haben. Naja, außer damit. Naja, was soll's. So. Dicke Knochen. Oh, steht schon voll da. Ach, was für eine schöne Nacht. Oh Gott. Nein, jetzt nicht du oder da hier zwischenfunken. So. Ja, Moment. Wo ist der Doppelschussbogen? Ja, was soll's? Schön zwei Bombenpfeile. Oh! So. Oh Gott. Voll gegens Auge geballert. Natürlich wieder mich selber abgeballert. Oh Gott. Alter, was hat der denn für ein Schwert drin bei sich? Oh, oh. So, okay. Gott, ey, die ollen Hinoxe down machen ist ja nicht toll, ey. Wenn der mal wieder... Ha, geil, na, willst du dann... Alter, voll zu Sufo durchgeportet durch mich. Verstehe, so wird das ja also funktionieren, ja? Oh, oh. Oh Gott. Nein, 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 lass schön deine Rippe drin. Lass schön die Rippe drin. So, okay. Oh Gott. Boah, na klar. Boah, mit dem Fuß geballert. Nein. Ach, Mann. Du. Bum, 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 bum. Hat er richtig krass ein Schwert doch in seiner Hüfte drin. So. Oh, oh. Alles klar. Nee, halt. Oh, Holzpfeile. Alter, meine Rippe. So, Auge weggefallen. Oh nein, nein. So, komm schon. Alles klar. Boah, ey. So, den haben wir jetzt besiegt. Die Markierung kann weg. Mal schön bei neue Waffen hierher. Oh, nur Holzpfeile, na toll. Wartet mal, was nehme ich denn dafür jetzt weg? Weil das Eisschwert ist ja schon mal stärkere Waffe zum später rumwirbeln. Ja, eigentlich müssten die ganzen Waffen hier weg, weil die brauche ich ja echt nicht für Hinoxe.
Ja, wegschmeißen. Wächter sollte ich jetzt eh nicht mehr besiegen sollen. So, oh, Hinox Zahn. Sehr schön. Mal alles her hier, alles her. Die Feinde nimmt Gunnar alle mit. Brauche Gunnar später für so ein Minigame. So, okay. Dann können wir die Markierung hier wegmachen. So, warte mal, machen wir auch nochmal andere Markierungen weg, wo ich mir eigentlich zu 100% sicher bin. So, das hier ist die Markierung für den Knochen Hinox im Kerker. Den habe ich auch auf jeden Fall besiegt. Den musste ich ja besiegen, ne? So, dann habe ich auf jeden Fall, oder wartet so, dass ich auf jeden Fall hier die drei besiegt habe? Oh, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich auch den hier besiegt. In der ollen Schlucht da drinnen, müssen wir auch nicht mehr hin. So, dann auch auf jeden Fall, das war nämlich mein erster Hinox, habe ich den hier besiegt. So. Und den Rest lasse ich, na, warte mal, den habe ich auch besiegt, den musste ich ja besiegen auf der Insel, der kann auch locker weg. So, okay, ja, die drei habe ich eigentlich auch alle besiegt, ne? Ich habe von keinem mir die Kugel geklaut, die müsste ich alle getötet haben. Aber man weiß nicht, man weiß es nicht. Man kann ja nochmal später nachgucken gehen. Wichtig und interessant sind ja die, die man noch nie gesehen hat. So, dann gehe ich erstmal. Oh Gott, ist hier oben noch einer. Da will ich nicht leicht hinkommen. Die ist ja hier in der Höhle drinne. Obwohl, warte mal, waren nicht hier überall Luftströmungen? Oder ich probiere, glaube ich, von hier. So, da bin ich auch in der Höhle drin, aber ich probiere mal da hochzuklettern, um dann halt irgendwie zu den Hinox zu kommen. Mache mal erstmal die, die nicht einfach zu erreichen sind, weil ihr habt vielleicht gerade schon auf der Karte so ein bisschen rüber geguckt. Eigentlich sind viele Hinox, einfach kann man sich einfach hinbeamen und die dann platt machen. Ja, natürlich, dann machen wir lieber mal zuerst die, wo man ja, eventuell ein bisschen mehr Zeit mitbringen muss, ne? Aber okay. Hinox besiegen und eine geile Medaille. Und wenn man zu welche kommen, die wirklich schon besiegt wurden, dann hau ich gleich wieder ab. Weil dann muss ich nicht unbedingt besiegen. Es geht ja nicht darum, nochmal einfach alle Platz zu machen. Nur die, die noch nicht einen besiegt im Stempel haben. So. Aber Leute, das ist so schön, ey. Wir haben ansonsten alles soweit erledigt, ey. Jetzt sammeln wir hier echt noch ein paar kleine Items ein. So, und ich würde auch immer sehr gerne Musik auch noch unbedingt machen. Ich will noch den Drachen Farodra nochmal richtig schön begegnen. Ist er da hinten? Nee, ne? Den Drachen Farodra unbedingt. Warte, ich brauche doch die Dinger, ne? Braucht er hier wieder immer so ein paar Dinge alle mal mitnehmen. So. Eisflügel. So, danke, dass du mir wieder Pfeile hier hinballerst. Oh Mann. Weil dann kann ich noch ein Farodra Hornsplitter und ich kann das Reckengewand aufballern. Und dann muss ich allgemein die ganzen Drachen nochmal irgendwie alle treffen. So. Mal schön bis zur Kante und dann mit dem letzten Revalis-Sturm einfach rübersegeln. Okay, gut. Hui. So, noch ein bisschen näher. Ein bisschen näher kann ich noch. So. jo, jetzt muss ich da irgendwie aber über die Berge rüberkommen, denn. Oh Gott, ich hoffe, das klappt. So, Richtung stimmt. Nur gut, na dann. Versuchen wir mal. Ich hoffe, es ist der kürztmöglichste Weg. Hoffe ich einfach mal. Oh Gott, das wäre so ein komischer. Man sieht wieder nichts. Aber ich muss ja auch nichts sehen, ne? Ich muss ja bloß die Bergspitze überqueren. Und dann runter, so runter mache ich dann mit dem Schlittern mehr. Ich muss mal mehr mit dem Schild schlittern, das mache ich dann schön runter racen. Obwohl fliegen und fallen lassen natürlich, ich glaube, das geht schneller, oder? Wenn man einfach fliegt und sich dann fallen lässt. Oh Gott. Oh Gott, so, ich bin gleich mal drüben. Ja, doch. War nicht so die schlechteste Idee, die ich hatte. Man sollte recht fix, denn sollten wir da sein. So, und das bringt uns ja tatsächlich auch noch Prozente ein, die Gegner zu besiegen. Alle Bosse, die als Mini-Bosse gelten. Ich glaube, Leunen zählen nicht dazu. Wirklich halt nur, weil da haben wir ja kein Schild von wegen besiegt und Kilton will ja dafür auch nicht haben oder will die Leunen ja nicht besiegt sehen. Ich meine echt bloß die dicken Monster. Kann ich mal gucken, wie viel Prozent habe ich? Ja, 34,49. Nicht so toll. So, bin aber gleich da. Hallo, ihr kleinen Typis, haut mal ab. So, was für ein Hinox ist denn hier, der hier rumrennt? Hui. Oder vielleicht pennt er auch, warte mal. Hier pennt gar keiner. Oh, doch. Oh, ein Schwarzer. Die ganz starken also. So, der Nasa muss mich aber mal in Ruhe lassen. Na, was heißt die ganz starken? Den mache ich trotzdem fertig. Doppelfeil, Bomben. Oh, du, mein Fischmann! So, bei dem war ich gar noch nicht. Gott sei Dank. Voll in die Fresse, ey. So, Doppelschusspunkt zerbricht gleich. Ist mir doch egal. So, oh Gott, der hat ein Metallding an seinem.
so, wenn es nicht mehr so kalt ist, dann mache ich auch wieder mein Dings-Schwert mal wieder richtig. Der hält das down. Oh, da bin ich jetzt getroffen. Achso, der stampft hier rum. Okay. Yeah, dein eine Bein ist voll geschützt. So, was? Okay. Cool. Okay. Es hat keiner darauf geachtet, ob ich die schon mal besiegt habe. Ich glaube, den dürft ihr noch nicht besiegt haben. So, schön viel Loot hier. Sehr gut. So, nehmen wir mal ein neues Königsschwert mit. Und Königsbogen, warum nicht? Gut, den können wir auch wegmachen. Alter, ist hier einfach so ein Hinox-Typ. So, guck mal, es ist schon fast das ganze Gebiet hier erledigt. Jo, dann machen wir jetzt noch hier den... Oh Gott. Ja, das habe ich hier meint, dass man sich eigentlich locker hinbeamen kann. Richtig cool. Den habe ich nicht gesehen. Da war ich doch schon voll und habe da übelst was gemacht wegen dem der komischen Schatten-Nebenquest da, Schatten-Schrein-Quest. Nö, nicht gesehen, dass dort jemand pennt. Naja, gut. Oder vielleicht waren es Knochen, dass man das deswegen nicht so gesehen hat. Okay, aber ich bin überrascht, denn die Schwarzen, die ja an sich die stärksten sind, die gehen ja doch relativ schnell down. Finde ich gut. Liegt aber auch, glaube ich, an meinem Doppelbogen. Ich glaube, ich sollte einfach mit Chimärenbogen rufballern, Alter. Schön drei Bombenpfeile einfach so. Das tut weh, Leute. Das tut weh. So, wenn man die alle getötet hat, hat man doch hundertprozentig genug Loot, Alter, für alles Mögliche, was da noch kommen sollte. So, wo ist denn hier einer? Da, hier, die Markierung ist da. So, hier kann ich jetzt aber mal wieder mein Dings benutzen. Hier, Alter, geil, Alter, ist auch schon Stufe 3. Hier muss ich noch Leunen für killen, tatsächlich. Müsste ich mal irgendwann machen. Ist er hier in der Ruine, pennt einer? Oh, tatsächlich, oh, ist ja nochmal ein Schwarzer. Okay, gut. Aber kein Problem. Alter, schläft hier einfach so sein Rausch aus, wa? Oh, so, ich stehe mal auf. Hallo. So, Dings ist kaputt. So, er packt sich aber lang. Nehme ich mal den hier, der ist schön stark. So. Okay, und jetzt wirbeln. Nein, wirbeln, Mann. Ich sehe seine Anzeige nicht. Boah. Oh. Alter, das ging schnell. Geil, nein, weil ich so einen hohen Angriffsboost habe. Die Rüstung ist so richtig toll. Das ist alles so toll in dem Spiel, ey. Macht so einen Spaß. Außer die Minispiele. Na, warte, macht so einen Spaß. Außer die Minispiele. So, können wir den hier auch wegmachen. So, ist hier nur irgendwo ein Krog. Tada, bum, bum. Bestimmt. Was ist das hier? So eine komische Säule, die echt auffällig ist. Die einfach rumsteht. Nischt. Okay, Feuerholz brauche ich auch nicht. Sehr schön, haben wir den platt gemacht. Okay. Gut, Crocs sind erstmal eh nicht unser Ziel. So, es wird doch. Ne, also die ganze Wüste, da ist ja gar keiner. Hier im Eisgebiet haben wir jetzt auch alle. Hier wird echt eher so in den wäldigeren Gebieten. Da ist echt eher. So, okay, den auf der Brücke habe ich aber auch hundertprozentig weggemacht. Hundertprozentig ist der auch besiegt worden. Das weiß ich. So, hier ist noch einer. Gehen wir mal zu dem hier. Weil ich da recht schnell hinkomme. Wie gesagt, wo ich mir wirklich 100% sicher bin, komm, das ist nicht lange her, die habe ich voll platt gemacht und so weiter, die Markierung mache ich dann echt mal weg. Und ja, aber wo ich mir nicht 100% sicher bin, dann gehen wir dann trotzdem nochmal gucken. Und sobald er aufsteht oder sobald ich mich näher, steht er da besiegt und dann geil, hau ich wieder ab. Du, Hinox killen. Hoffentlich gehen die Ivaroks auch so leicht. Na, die sind ja bloß nicht, die kannst du nicht einfach überall treffen. Die musst du wirklich an ihrem Schwachpunkt da ballern. Sonst merken die ja nichts. Stimmt ja, die Müllhalde hier. Okay. Wo die hier ihre ganzen Essversuche da macht. Die alle fehlschlagen. Naja, gut. So, wieder mit meinem mega starken Schwert hier. Da halt nicht noch irgendwie so ein Kraftdings? Jo, ich hab noch so ein Kraftdings. Geil, mal leider her hier. So, erstmal aufheilen. Komm. Gumm. Lass mir auch mal schön Essen fallen, die Dicken, ey. Richtig cool. So. Hier schläft einer oder da unten? Ne, Markierung sagt. Oh Gott, ja, okay. Ah, da ist so also ein Fleckchen, sieht ja schon aus wie so ein Bett da unten. Hat da jemand sein Bettchen gemacht? Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass er jetzt einfach spawnt. Okay. Hier ist nichts. Ist er nicht der. Hä, warum ist hier nichts? Leute. Oder kommt der erst? Es ist ein Knochentyp. Gut, dann müssen wir uns mal schnell hinlegen. Hinsetzen. So, ihr seht hoffentlich auch schneller. So, okay. Zack. Gut, mein trusty Feuersword hier. So. Und bis zum Abend. Ja.
Das macht aber auch Spaß. Einfach mal richtig schön alle die Biete abgrasen und einfach nur schlitz, schlitz. So. Es ist Nacht, Kumpel. Du musst aufstehen. Feierabend jetzt hier. Los. Typi? Aber wann ist denn bei dir für die nachts? Hm, keine Ahnung. Ich warte einfach. Einfach hier auf den Typen warten. So, dann kann ich den aber noch nicht wegmachen. Ich will den erst besiegen, ne? Dum-bam. So, muss ich bis 10 Uhr warten? Okay, das ist natürlich ein bisschen doof. Warum wachen die nicht sofort um 21 Uhr auf? Egal. So, für das Auge ist so ein großes Schwert, glaube ich, blöd. Nehme ich mal das Ding hier, genau. Oder halt, habe ich nicht noch irgendwie... Nein, komm, ich nehme eine Lanze dafür. Okay, ist alles klar. So. Aufstehen, Kumpel. Aufstehen. Dam, bam, bam. So, wenn die erst so spät kommt, dann müsste ich ja eigentlich... Ich habe jetzt nicht im Kopf, welche Markierungen alles und Skelette sind. Da müsste man ja eigentlich echt immer alle Skelette machen, pro Nacht immer schön ausnutzen, dass die Skelette wach sind. Na, wird auch nicht immer klappen. So, wann haben die denn ihre Aufstehzeit? Ist das wirklich 22 Uhr? So, warte, gleich haben wir es. 21 Uhr 55. So. Toll, und meine schöne Angriffszeit geht down. Menno. Bin ja doch voll der Barbaren-Link. Warte, der steht immer noch nicht auf. Hallo? Soll ich vielleicht ein bisschen ankitzeln oder was? Oh Gott, ey. Aufstehen. Der hat echt keinen Bock, ne? Oh, es ist ja voll schon Vollmond oder was? Ne, wo kommt das Licht her? Wo kommt das Licht her? Hm, keine Ahnung. Hä? Okay, ich habe keine andere Möglichkeit, Zeit vorzuspulen. Es tut mir leid, dann warten wir einfach hier. Hm. So, Link wartet, bis seine tolle Kampfzeit vorbeigeht. Rivali Sturm ist bereit. Yes, danke Rivali Sturm. So bereitet sich Link mental drauf vor. Er muss gleich ins Untoten besiegen. Das ist nichts für schwache Nerven. Da muss er erstmal, ja, ganz ruhig, er ist schon tot. Also ich bringe ihn nicht wirklich um. Alles gut. Er sieht zwar aus wie so ein Barbar, der keine Angst und keinen Tadel kennt, aber egal. So, kommt 23 Uhr aber. Oder sag nicht, ist hier irgendwie Geisterstunde erst ab 0 Uhr oder so. Ich fasse es einfach nicht. Stehen die echt erst 0 Uhr auf? Oder ist jetzt hier irgendwie, dass der... Hallo? Oder ist jetzt hier irgendwie so ein Bug, dass der ja nicht aufsteht? Hallo? Aufstehen, hoch die müden Knochen. Wortwörtlich. Nee, ich glaube, der hat einfach keinen Bock. Oh, das ist ja ätzend. Naja, da müsste ich mir die irgendwie auch noch markieren, wer hier Knochentyp ist. Oh, das ist bestimmt doch 0 Uhr, Mann. Na, kann ich noch was farmen währenddessen? Irgendwelche Erze zum Abbauen? Oder warte mal, was ist denn hier nur alles so? Man kann ja mal gucken, vielleicht irgendwelche geheimen Wände oder so. Was ist denn eigentlich für ein komisches Grasbüschel, welches oder ein Krog oder sowas in der Nähe? Irgendwas. Kann ich mir schon vorstellen. Ah, Donnerfledermäuse, die sind doch gut. Da brauche ich auch noch was von. So. Oh. Alles klar. Anscheinend 10 vor. Nee, der ist immer noch am Pennen. Also die normalen Skelette wachen schon vor auf. Oder. Ja, und der. Hä, was ist denn mit dem? Wieso wird der denn nicht wach? Es ist 0 Uhr, hallo. Ist das hier doch echt ein Bug jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Die sollen doch nachts aktiv sein. Warte, ich will mich dann so mal kurz hier hin, dass er vielleicht irgendwie neu lädt. Dann guck ich mal nochmal runter, wenn er dann aufsteht, habe ich einen Bug gehabt. Es geht ja gut los hier. Naja. Ja, ich hoffe, wir treffen dann doch. Ja, die Skelett-Hinoxe, ich will jetzt nicht immer Stahl-Hinox sagen, die sind ja wesentlich die seltensten. Ja, weil die anderen sind ja dreifarbig und die sollte doch öfter geben. So, es ist nach 0 Uhr, Gottverdammt. Ja. Warum ist der Heini nicht wach? Na toll, meine ganze Kampfenergie alles runtergezogen, ey. Mein extra Kampfelixier da. Menno. Wow. Was denn gerade? Jetzt ist er wach. Ich glaube, es war ein Bug, Leute. Ich glaube echt, dass es ein Bug war. Vielleicht kann man die nicht sehen, wie die aufstehen. Oh, was, Alter. Okay. So. Voll ist mein Angriff down. Na geil, die kann man ja auch so richtig cool treffen. So, was? Wie der aussieht. Oh. Was? So, okay, jetzt muss sein Auge rausfallen. Oh. Und. Oh. Geil. Okay. Gut, okay, dann merken wir uns das mal.
Die dürfen nicht irgendwie rumlaufen oder sowas. Oh, noch ein Elektroschwert. Geil. Ist mein anderes bald kaputt? Ne, sieht nicht so aus. Okay, hauen wir ab. Den können wir jetzt auch wegmachen, die Markierung. Guck mal, dann haben wir hier noch einen. Oh Gott. Ja, dann geh ich gleich mal den hier holen mit Hilfe des Turmes des Sees. Aber Hinoxe sind auch echt der ideale Ort, um immer wieder Waffen zu kriegen, war. Von wegen, ja, ich hab keine Waffen. Na, töte doch schnell Hinox, Mann. Die droppen immer die geilsten. Elementwaffen und Königswaffen. Kein Problem. So, bisher geht's doch eigentlich recht gut, oder? Würde ich mal sagen, recht schnell, wenn die immer sofort aufstehen. Und man muss einfach. Wir haben halt schon so viel gemacht, dass wir uns halt einfach echt quer über die ganze Karte porten können. Und zu jedem hin, wo wir hinwollen und alles cool ist und so. Also. Ja, vielleicht. Also mal gucken, wie ich vielleicht noch im nächsten Part schaffe, denn. Ne? Warte mal, die Markierung sagt genau in die richtige Richtung. So. Hui. Also der ist. Ja. Genau da unten irgendwo. Eieiei, eieiei. Pennt ihr da bestimmt in der Schlucht da drin, ne? So, eine neue Taktik. Ach komm, meine fette Rüstung hier reicht aus. Die Richtung immer noch? Ja. Mein Barbaren-Set. Und dafür brauche ich nochmal. Ich müsste immer nochmal einfach Leunen killen. Ich muss so viel noch machen. Hab so viel Bock drauf. Vor allem, weil ich auch standardgemäß ja mit dem Wildnis-Outfit rumrennen möchte. Da muss ich aber auch noch so viel sammeln. So, wer ist hier? Alter, noch ein Knochentyp. Okay, jetzt Alter, Überraschungsangriff. Oh, richtig geil. So, komm her. Oh, shit. Alter, na klar. So. Und dann wieder so ein Eisding. Aua. Mann, hör auf hier rumzuhambeln hier. So, Alter, Angriffsschwert. Angriff ist verstärkt und meine Schwertrüstung. Oh, so, oh Gott. Warum springst du denn genau jetzt? Oh, Alter, hat er sich voll selber umgebracht. Fast. So, alles klar. Erledigt. So, dann gib mal gleich. Was hast du denn hier? Ach, so einen komischen Bumerang will ich nicht. Ich will lieber die Eislanze. So. Okay, den haben wir auch gekillt. Stempel löschen. So, guck mal, geht doch schon hier. Oh Gott, ey, der wird hier alle noch so übel. Der wird hier alle noch so übel. Ja, was ist das hier für einer? Geh ich auch mal vom Turm aus hin. Nochmal zu dem. Ja, gut, das ist dann aber der letzte für den Part. Gucken, ob das auch gleich wieder so ein Skeletttyp ist. Ich will mal wieder normalfarbige haben. Vor allem die roten. Die müssen ja richtig schnell down gehen, ey. Da muss ich bestimmt immer bloß hinwirbeln und während die aufstehen, sind sie ja schon tot. Aber mal schauen, vielleicht überschätze ich die auch. Vielleicht sind die inzwischen alle so mega stark, dass es ja keine blauen oder roten mehr gibt. Hier bloß noch Skelette und schwarze. Weiß auch gar nicht genau, womit das eigentlich zusammenhängt. Also viele haben schon geschrieben, es könnte wohl sein, halt natürlich umso mehr du besiegst, umso mehr Starke kommen wieder zurück oder irgendwie so. Aber halt auch, je öfter der Blutmond kommt, das soll wohl auch ein so kleiner ausschlaggebender Punkt sein, inwieweit die Gegner sich halt aufstufen und eine Stufe stärker werden und sowas. Ach herrje. Ah, klasse. Oh Gott, wir werden nicht wissen, ob hier irgendwo Crocs drauf sind. Na, bestimmt sind hier Crocs drauf. So, da hinten in diesem Wald. So, da muss ich gleich nochmal Rivalis Sturm benutzen. Warum nicht? Mir ist jedes Mittel recht. So, hups. Und. Yeah. Ach, ist schon ein geiles Hilfsmittel. So, den schnappen wir uns jetzt noch inmitten dieser. Das sind Bäume, ne? Die eine sehr komische Blattform haben, aber ist okay. Oder sind das doch Felsen? Ich könnte probieren, die zu fällen, ne? Aber. Nee, das sind doch. Oh Gott, hi Leute. Das sind doch kleine Dinger hier. Oh Gott, Fledermaus-Schwarm. Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh. So. Schön her hier. Hoho! Oh! Alter, richtig viel! So, davon müssen wir mal richtig große Schwärme finden. Also, nee, von den Elementdingern. Okay, euch nehme ich auch gerne mit. Von euren Schleimis hier. Oh, Robert. So. Oh, Mist. Natürlich schön die Chimärenlanze an so einem Billo-Ding verballert. Aber okay, was soll's. So. Okay.
Alles klar, das war so ein ganz dicker. Okay. So. Oh, war voll geil. So. Oh, Mensch, Link. Mensch, Link. Okay, es gibt aber noch andere Farben. Alter, wie stark, Mann. Ich hab mich noch gar nicht gesehen. Und tschüss. Sind wir schon die andere Lanze her. Danke. So, das ging doch auch schnell. Okay. Hoho, da wieder schön leckeres Essen dabei. So. Okay, wieder einen besiegt. Hups, nicht ändern. Löschen. So, der Killton wird sich immer weiter freuen. So, dann snack ich mal seine ganze Beute hier einfach gleich weg. So, gum, gum. Ja. So, eine schöne Rösteichel. Röstapfel hier. Lecker, lecker, lecker. Der ganze Röstscheiß. So. Okay. Als nächstes. Ach, guck mal hier. Hier ist einer. Geil. Da kommt der Mike auch noch schnell. Ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Bei dem. Vielleicht habe ich jetzt auch das Glück und sehe hier diesen. Na, was sagt das Handbuch? Oder was habt ihr mir geschrieben? Den Herren der Wildnis. Das habe ich auch noch. Dieses Ereignis habe ich auch noch nicht gesehen. Soll aber wohl sehr, sehr schön sein. Muss ich aber. Habe ich im Hinterkopf. Und ich habe auch noch im Hinterkopf, dass ich jetzt auch noch mit Kashiwa reden muss. Dem Barden, der uns die ganze Mission vorgesungen hat, der müsste jetzt fertig sein. Und so weiter, mit dem muss ich auch noch mal reden. Ich muss noch mit so vielen Leuten reden. Aber habe ich alles noch im Hinterkopf. So, coole Sachen. So, ist hier irgendwo Licht? Nö. Kein Licht. Na gut, ist ja wohl gerade nicht wieder da. Oder doch? Okay, die Geräusche sind sehr merkwürdig. Lass mal kurz gucken. Die Geräusche sind doch ein bisschen merkwürdig. Alter, voll. Was ist denn hier los? Warte mal, ist er vielleicht doch da? Nee. Das waren komische Geräusche aber gerade. Habt ihr auch gehört? Nee. Aber keine Ahnung, wie der Herr der Wildnis sich anhört. Ey, willst du uns so einen Scheiß wieder am Mann voll ablenken lassen? Jetzt mach ich diesen dicken Hinox einfach fertig. Nee. So, wo ist er? Irgendwo da unten. Bestimmt da in dem scheiß Wald. Der wird da pennen. Wieso legt er sich denn hier schlafen? Ach, Mann, ist wieder ein Skelett. Natürlich. Gut, Leute. Dann wisst ihr ja Bescheid. Dann spare ich mir den noch auf und warte, bis es Nacht wird. Beim nächsten Part machen wir dann hier weiter. Und suchen weiterhin nach Hinoxen zum Verkloppen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.